Sascha Pfeffer, beschreiben Sie mal bitte die Emotionen, gerade nach dem Siegtreffer in der letzten Sekunde quasi. Ja, einfach unfassbar. Das ist ein geiles Gefühl. Ich glaube, die Mannschaft hat ein richtig gutes Spiel hier abgeliefert. Wir haben so viel investiert, kriegen dann so ein Gurkentor und ja, waren die Köpfe unten und haben uns in der Halbzeit nochmal drauf eingeschworen. Klar, die zweite Halbzeit war dann ein bisschen zäh gewesen. Aber wir haben immer wieder dran geglaubt und wie wir dann zurückkommen, ist einfach nur geil und hoffe natürlich, dass das für die nächsten Wochen bis Weihnachten nochmal ja, uns einen ordentlichen Schub gibt. Das war schon bemerkenswert. Sie machen das 1:1 und da laufen drei Spieler aufs Tor zu, holen den Ball raus. Also Sie haben tatsächlich auch noch in der Nachspielzeit daran geglaubt, dass Sie das Spiel komplett drehen. Ja, natürlich. Das ist unsere Mentalität. Wir haben die Jungs drin, die immer gewinnen wollen. Und wir hatten einfach das Gefühl, dass wenn wir hier den Ausgleich machen, dass wir auch den Siegtreffer machen können. Klar war da nicht mehr viel Zeit. Aber wie es dann halt gekommen ist, ist umso geiler. Gerade ja, im Vorfeld, was hier passiert ist mit dem Spiel, ist ehrlicher Meinung eine absolute Farce. Ich glaube nicht, dass der Platz hier am Samstag so schlecht war, dass man nicht hätte spielen können. Und das ist einfach nur eine Genugtuung für uns heute. Ein Wort zu Mike Igelzeder. Er ist der Mann des Tages, der Held. Hatte ja die letzten Wochen war nicht ganz so einfach für ihn. Wie doll gönnen Sie es ihm? Ja, natürlich sehr. Jeder Einzelne ist ein großer Teil der Mannschaft und da gibt es immer solche Fälle, wo es mal ja, nicht so läuft und bei solchen Spielern freut man dann sich umso mehr. Gibt es jetzt eine Kampfansage von Lok an den Rest der Liga? Nein, was heißt Kampfansage? Ich habe es schon gesagt, wir wollen den Schwung einfach so von der Euphorie her wollen wir mitnehmen und wir haben jetzt noch richtige drei Kracher vor uns und die wollen wir natürlich bestmöglich ziehen. Danke.